Hey, ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21 zu 9. Und ich habe jetzt in der letzten Episode was vorbereitet. Falls ihr sie verpasst habt, müsst ihr einfach oben rechts auf das E-Symbol klicken auf YouTube und dann kommt die halt auf Dings, auf die Playlist. Ich möchte kurz was vergleichen. Angriff 404, 933, 457, 446, 562, 260. Der Punkt ist, wir brauchen Noelle. Und da kommen wir jetzt ins Spiel. Trupp. Ich denke, ich versuche es einfach mal direkt. Wo ist sie? Da ist sie. Ach, Jean müssen wir auch irgendwann mal weiterspielen. Oder überhaupt anfangen zu spielen. Zack. Ach Mist, ich hätte wechseln klicken müssen. So. I will protect you. Denn ich habe nämlich was vor. Und zwar, wo finden wir das? Das hier, Geohypostase. Den müssen wir schaffen. Wie komme ich denn am schnellsten hin? Oh, kann ich nicht die Markierung? So. Okay. Wo komme ich denn am schnellsten hin? Zack, zack, zack. Hier haben wir noch so eine kleine Challenge. Die habe ich noch nicht geschafft. Ich glaube, am schnellsten kommen wir hier rüber. Kann man ein bisschen klettern und so. Ja, genau. Die Geohypostasen müssen wir besiegen, weil wir brauchen Items für. Ja, gut, für Noelle scheinbar auch. So. Na. Ah, ich dachte, ich krieg das noch hin. Das ist schon heftig, die Reichweite. Ja, die Geohypostasen müssen wir besiegen, weil wir Items brauchen für die Geofiguren, also Noelle und Ningguang. In welche Richtung muss ich jetzt laufen? Also hier. Genau, einmal das hier, davon brauchen wir jetzt insgesamt 4 Stück. Und die Blumen müssen das sein, einer von denen. Ich glaube, das könnte es gewesen sein. Verfolgen wir. Das Problem ist, Kosten für Einsam sind 40, das heißt, der Gegner ist auch ein bisschen stärker. Ich hatte es vor einigen Episoden versucht, habe mich da ziemlich dämlich angestellt. Wie so oft sogar. Ja, soll ich dann lieber hochklettern? Naja, egal. Und jedenfalls versuchen wir mal unser Glück. Weil als Geheimtipp wäre Noelle besser gewesen. Zumindest habe ich das gelesen im Sinne von den Schaden. Weil sie aus irgendwelchen Gründen sehr viel Geo-Schaden verursachen wollen. Oder Schaden Geo gegen Geo-Figuren. So, Alter. Komplizierter Satz heute wieder bei mir. Habe ich den Eindruck, sie schwimmt ein bisschen anders als manch anderer Charakter. Naja, egal. Sie sieht so klein aus. Sie sieht kleiner aus als manch anderer Charakter, aber ja. Leider gibt es von den Charakteren keine Informationen, wie groß sie tatsächlich sein könnte. Es gibt halt nur die 3 Abstufungen: klein, mittel und groß. Wobei. Oh, Krabbe. Wobei groß ist dann zum Beispiel Lisa oder Ningguang oder Kea. Mittel wäre zum Beispiel Amber oder Yuki, also Traveler. Und klein wären halt die ganzen Kinder, die beim Laufen die Arme immer ausbreiten wie so ein Flugzeug. Boah, ich habe so ein schlechtes Gefühl dabei, muss ich echt zugeben, weil sie ist nur Stufe 20, macht nicht viel Schaden, aber vielleicht reicht das ja gerade aus. Ich würde aber dann sagen, soll ich das instant probieren? Ah, ich glaube, ich esse noch was dazu. Oh, wir haben wieder 4 Stück davon. So, was ist denn angriffssteigernd? Das zum Beispiel. Verteidigungssteigernd. Wäre nicht verkehrt. Ausdauer. War das auch bei Kämpfen? Achso, stellt wieder her. Renneverbrauch aus alle. Ja, komm, machen wir das auch noch. Hoffen wir es mal. Erstmal verneigen. Die ist schon niedlich. So. Ali hopp. Steady as stone. Ach, die macht noch Panzer. Aha. Okay. Soll er erstmal diese Dinger machen. Ah, ihr seht schon, wie viel Schaden das macht im Vergleich zu dem Ding. What the hell? Uiuiui. Genau die Teile muss man halt zerstören, weil das viel
Vieh heilt sich da sozusagen hoch, scheinbar. So wie bei den Elektrohypostasen. Da kommen am Ende immer diese vier Dinger da, diese vier Elektro-Dinger. Ah, so viel Schaden macht die so aufgelöst. Boah, braucht die lange, um dann das zu erholen. Ah gut, es ist eine Option, die könnte man schaffen mit viel Zeit. Deswegen wollte ich das Vieh auch direkt am Anfang machen in dieser Episode. So, ich muss auch mal drauf achten. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was das war. Egal. Ich hätte auch darauf achten müssen. Ups. kann ich das jetzt nicht mit Fernkämpfen? Ich sollte Noel auch direkt wiederbeleben. Ich muss erstmal klarkommen. Das ist das erste Mal, dass ich mit ihr kämpfe. Ich weiß halt nicht so genau und wie auch immer. Aber die fleißigen Zuschauer wissen das. Und zwar indem ihr auf das E klickt. Ah, wurde noch getroffen. Ah. Gucken, was passiert, wenn ich das zerstöre nochmal. Ja. Der respawnt die E wahrscheinlich. Ah. Ich muss mich erstmal damit vertraut machen, weil jede Hypostase ist irgendwie anders. Auf eine andere Art und Weise anders. Ist nicht einfach so draufschlagen und dann hast du zum Beispiel wie die Heolurschen ähnliche Fähigkeiten. Uiuiui. Das macht keinen Schaden. Doch, das macht Schaden. Nur die Dinger blocken ein bisschen. Okay. Ja, ich, wie gesagt, erstmal sich vertraut machen damit. Also, die Elektrohypostase habe ich auch nicht sofort besiegt gekriegt. Ich glaube, die Anemo weiß ich gar nicht, ob ich sie jemals besiegt hatte. Ich glaube aber schon. Ja. Na, komm. Irgendwas ist da auf dem Schatten. Habt ihr da auch gesehen, ne? Oder? Ich hatte, wollte so eine Luftattacke machen oder irgendwie sowas in der Art. Zack. Amber. Seht ihr die Puppe? Ich glaube nämlich nicht. Nur als Schutzschild. Uiuiui. Hier. Gut, die Ultis machen halt diesen Schaden. Das ist aber halt vollkommen klar. Schutzschild ist weg. Aimt auf mich. Zack. Okay, machen wir eine gemütliche Runde. Können wir jetzt mit Noel vielleicht ein bisschen die Dinger zerstören? Mist. Das ist das Problem irgendwie. Ich weiß halt nicht, wie der halt agiert. So weit nach hinten wie nur möglich. Ah, da hinten war dieser Stein. Ja, zu spät gesehen. Gut. Mit Ningguang war das gar nicht so einfach gewesen. So, jetzt wieder warten. Genau, sie können wir wieder beleben. E drücken. Und dann mit Amber einfach schön. Oh. Der geht aber schneller runden. Ah, der hat wieder sein Schutzschild offen. Ich sollte Noel vielleicht auch weiter Essen geben. Ah, ich weiß schon, was ihr vielleicht denkt. Der Kampf ist relativ langweilig. Aber wie gesagt, es ist halt alles unzensiert, ne? Ich habe halt auch keine YouTube-Videos gesehen. Ich habe halt nur gelesen, versuch's mit Noel. Und, ja. Das ist halt das Ergebnis jetzt, ne? Komm schon, krieg ich das? Wow! Ja, nicht so viel Schaden. Definitiv nicht. Das ist das Problem. Die kann nicht mehr Schaden machen, weil sie Stufe 20 ist. Und das Rest des Teams ist 40 oder 50. Aber das Schutzschild von ihr könnte interessant sein. Ich glaube, die ist wirklich ziemlich gut wie die Bosse. Das, was ich halt gelesen hatte. Ah, Mist. Okay.
Ich hatte mich aber ehrlich gesagt so ein bisschen gewundert, warum ist Noelle denn so stark gegen solche Salams? Es liegt wahrscheinlich echt an den Zweihänder. Plus, weil sie Geo ist. Ist das das da hinten? Ja, da hinten. Naja. So viele Effekte. Steady as stone. So. Och, Mist, Alter. Gerade wenn ich schießen will, wieder weg. Puh. Zweiter Schutzschild. Was macht er? Okay, das visiert mich an. Zack. Ah, hier sind keine Steine mehr, sehe ich gerade. Soll ich es versuchen? Ich riskiere es mal. Leave it all to me. Zack, zack. Ja, ja. Kein Berg ohne festen Grund, was auch immer das heißen soll. Ah. Zack. Ah, gut, dass wir in der Folge 150 ein bisschen gepult haben. Noelle hat ja eh Garantie gehabt, dass man sie kriegt. Das wird eine Art Geschenk. So. Wir müssen uns langsam den nähern. Schutzschild schon weg. Das ging schnell. Mach ich ein bisschen mehr Schaden. Okay, er macht ein bisschen weniger Schaden dafür. 2,5 mal so viele Attacken. Attack Speed, ne? Zack. Immer wenn das aufleuchtet, muss man ausweichen. Halt. Nein! Ja, nein! Oh! Ich freue mich, wie wir das hinkriegen. Ich bin nur gespannt, was mich als nächstes erwartet. Emma macht sogar mehr Schaden mit diesen Auto-Aim-Attacken. Ich riskiere es. Aha. Garantierter Hit. 800, ja. 500. Ah, Mist. Okay. Jetzt weiß ich, wie man gegen den kämpft. Das ist gar nicht mal so schwer. Oh. Katzen hat das Feuer bekommen. Okay. I must leave no stone unturned. Na. Oh, na gut. Schutzschild hat sie ja noch. Das muss weg, das muss weg. Nicht auf das Ding. Zack. Krieg ich Schaden davon? Scheinbar nicht. Das ist es. Ich check das halt nicht so, was bringt was und ist das gut, ist das schlecht, sollte man lieber aufpassen. Zack. 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 Okay, Ende. Das kann man ja auch schon mal zerstören. Na komm schon. Weil wenn er oben ist, ich weiß nicht, da komme ich auch nicht drauf. Aber das ist das Item, was wir brauchen. Fällt mir gerade so auf vom Design her. Ulti ready. Holy shit. Okay. Die Ulti hätte ich abwarten sollen, bis ich den unten habe. Aber okay. Jetzt weiß ich, was die Ulti ist. Auch alles nicht durchgelesen. Ich meine, es ist doch langweilig, alles vorzulesen und zu spoilern. Ja, also. Ich will nicht. Doch, jetzt will er. Jetzt wird die Ulti vielleicht gut. Aber okay. Dann haben wir das auch mal auf diese Art und Weise gemacht. Wusste ich's doch. Er hat die Probe aber nicht gesehen. Er ist halt sofort unten. Es ist manchmal schwer, hinterherzukommen mit dem Gucken. Ja. So, komm hier runter. Zack. Na, Ultibane ist natürlich wieder ideal, aber okay. Na, komm schon. 110, 120, 130, 170. Okay. Jetzt macht er wieder diesen komischen Lichtblitz, schätze ich mal. Nein. Someone needs assistance. Bam! Das sah schon lustig aus. So. Jetzt machst du deinen Lichtblitz, oder? Nein. Auch nicht. Ich weiß nicht, wie viel mein Schutzschild halt aushält. Schade, dass er sein eigenes Ding nicht kaputt machen kann.
Tak, 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 komm schon. Wäre Noelle ein bisschen stärker, das. Ja, Alter, das hier, das. Achso, war dann stark gewesen. Ulti? Ah, der ist immun in diesem Augenblick. Mein Gott. Ich werde die Ulti wohl nicht mehr hinkriegen. Echt? Ich kriege nicht irgendwie? Ah, das war jetzt richtig blöd. Jetzt mache ich dieses Lichtding. Zack. Und dann geht er sofort runter. Okay. Das ist das, was ich meinte halt. Wenn man den Gegner kennt, dann weiß man, wie man arbeiten muss. Macht ihr diese Welle? Nee. Wieder immun? Nee. Olle, war ich immun gewesen und nicht er? Nee, ich bin mir nicht sicher, es ist er. Oh. Wie auch keiner Ulti-Ready hat. Das Aufladen dauert echt richtig lange bei den anderen Charakteren, wenn ich nur mit den beiden spiele. Steady as stone. Someone needs assistance. Na komm schon. Halb Stunde später, bis ich da bin. Die ist echt ein bisschen langsam. Aber gut, zwei Hände. Zwei Hände sind halt immer in allen Aspekten langsam. Nur ich muss jetzt mal langsam irgendwie Gas geben. Na, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Boah, das ist. Das spielt sich komplett anders. Also gegen den jetzt auf einmal mit Noelle. Ganz andere Strategien. Ist schon krass, dass ich mit Neon das nicht gut hingekriegt habe. Ich habe bei Neon habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja. Wenigstens einer von denen. Wird dann drei Runs sein. Ja, wenn ich den zerstört kriege, kann er sich nicht so krass hochheilen, oder? Ach, wenn ich den teilweise zerstöre, meine ich. Yes! Steady as stone. Go, go, Barret Buddy! No one escapes my sight! Ach, treffe ich den trotzdem? Nein. Ach, dass er jetzt seine Dinger hochzieht. Okay. Oh! Schutzschild war schon sein, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ulti wäre jetzt nice, aber ich. Ja. Halbe Stunde später. Naja, egal. Dann haben wir wenigstens eine. Oh. Ich dachte schon wegen der Schatten wieder. Ein paar Dinger wegmachen. Oh, der ist wieder bei uns. Sehr gut. Nein! So. 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 Ah, ich dachte, ich krieg den noch getroffen, wenn er auf dem Weg nach oben ist. Noelle müsste jetzt sehen, Moment. Ah, das schnell, 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 schnell. Nein! Direkt mache ich mit Ember gar keinen Schaden. Mist, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oh, kriege ich den mit Kaya überhaupt irgendwie gedamaged? Ja, nur so ein bisschen. Das ist aber nicht das, was ich erhoffe. Ich denke, ich muss die erstmal alle wieder heilen. Oh, Mist, ich habe keine mehr. Was bringt das? Ach, geht ja nicht. Cooldown. Ember brauchen wir auf jeden Fall. Ah. Ah gut, der kann das ein bisschen damagen. Na gut, das dauert dann viel länger, bis das kaputt ist und so weiter. Deswegen war die Strategie schon gut mit Noelle. Ah. Zack. Ich mach jetzt mal das hier kaputt. Ich fokussiere mich noch nicht auf ihn. Weil wenn drei Dinger da sind, naja gut. Vielleicht damage alle ein bisschen. So. Den mache ich auch runter, aber nicht komplett down. So. Oh, das war. Oh, der ist genau auf Pixel. Ah, immer noch cooldown. So. Ich hoffe, das
Schutzschild. Doch das? Ja. So, jetzt kann ich mich nämlich entscheiden. Je nachdem, wo der geht, muss ich einmal den Stein anstupsen. So, genau. Ich warte hier. Mach einmal das und dann direkt drauf. So. Zack, zack, zack. Das dauert mir echt ein bisschen zu lange, aber gut. Na, was machst du jetzt? Och. Der hat mich einfach der hat mich getäuscht. Ich hätte die ganze Zeit attackieren können. Genau, jetzt kann ich wieder das hier machen. Ich brauche noch Schutzschild. Mann. Das ist eigentlich viel schneller, ey. Cool it. Don't get frostbite. Ja, vielleicht zu spät mit Ulti. Dodge this. Ah. Naja, wenigstens ein bisschen was. What's the hurry? Aus. Aus. Jetzt müssen die Statuen hochkommen wieder, schätze ich mal. Ah, das hat doch nicht ausgereicht. Ich dachte, ich krieg vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Komm runter. Da bist du. Ich wollte gerade sagen, ey. Sie muss definitiv Level Up haben, ey. So. Zack. Zack. Zack, zack, vielleicht mit Amber. Wo ist der? Ach, da. Ach, Schutzschild war eigentlich unnötig, aber egal. Ich will das jetzt beenden. Oh. Holy shit. Ja, okay. Ich weiß, bevor ihr das alles in den Kommentaren schreibt, hat viel zu lange gedauert und so. Ja, das ist mir auch ein bisschen egal. Ist ja eh der erste richtige Kampf und ja. Das haben wir. Das Problem ist, Ningguang können wir immer noch nicht upgraden. Der Grund ist nämlich, wir brauchen noch diese komische Bär, die habe ich verbraucht für Dings Noel, glaube ich, letztens, oder? Ah ne, okay, das war dann die Waffe oder so. Machen wir trotzdem bei ihr. Was bräuchten wir als nächstes? Achso, das war diese Taste hier. Vier. Oh, da kriegen wir noch das hier, aber das ist für den anderen Banner. Das kriegen wir auch von der Hypostase. Genau. Das haben wir eben bekommen. Wo kriegen wir das? Plänkerer. Seltene Beute. Elektro-Chi-Chi-Zauberin. Ah, okay, das ist dann. Ich weiß schon, wie wir das machen, aber was heißt das hier? Ach! Einsammeln. So, ich würde sie jetzt auch erstmal wieder auf Level 50 bringen. So rum. Macht schon wieder mehr Schaden. So rum. Oh, schaffen wir? Ja, doch, schaffen wir. So. Haben wir das auch geklärt. Okay, Noel, müssten wir auch gleiches Prinzip. Wir bräuchten diese Sachen. Auf den Windblickbergen zu finden. Ja. Das befindet sich wo? Hier? Hä? Wind, 1000 Winde. Da, Windblickberge, Ding. Gut, machen wir erstmal hier. Standard heilen. Dann versuche ich dann, ich schätze aber eher in der nächsten Episode, diese Animo Hypostase mit Noel zu meistern, um zu gucken, wie verhält sich das. Aha. Aha. Timing ist gut. Timing ist wirklich richtig gut. Vernichte Monster. Versuchen wir es mal. Alle. Hopp! Okay. Ja, die ist halt Level 20. Die ist noch nicht so stark in diesem Kontext.
Ich sollte eigentlich eher in die andere Richtung schlagen, damit ich alles treffen kann. Holy shit, die doch eine größere Reichweite als gedacht. Zack. Zack. Okay, die braucht für die Superattacke sehr viel länger. Ich weiß nicht. Euler finde ich dann natürlich einen Tick besser. Spielt sich ein bisschen angenehmer, aber Noelle ist wirklich eine Bereicherung für uns. So. Zack. Ah, okay. Zack. Okay. Hier. Reisender, danke für deine Hilfe. Ich habe nicht erwartet, hier von Monstern angegriffen zu werden. Gut, dass du da warst. Hier, das ist für dich. So. Warte, das ist doch der alte Geohypostase, ne? Ja, genau. Den haben wir ja besiegt. Das heißt, ich muss den nicht mehr verfolgen, so. Abenteuerbelohnung haben wir auch noch zum Abholen, aber ich möchte nämlich zu der andere Geohypostase, ach Geohypostase, diese Anemohypostase laufen. Weil für Bosse gibt es natürlich halt auch die Punkte, damit wir weitere Charaktere kriegen können, aber auch so seltene Items. Ich weiß gar nicht, ob wir für Yuki noch, also für Yuki brauchen wir bestimmt was, nur keine Ahnung halt, ne? Werden wir irgendwann nochmal mit ihr spielen? Wäre vielleicht halt nicht verkehrt, schon mal die Materialien bereitzustellen, falls es eine Situation in der Story kommen sollte, dass wir doch ein Animo-Kraft haben. Jean haben wir zwar jetzt bekommen, nur ich weiß halt nicht, wie sie so genau drauf ist. Ich habe nur ein paar Clips gesehen mit der Attacke und so weiter. Nur da bin ich mir halt echt unsicher. Genau, bevor ich das vergesse, hier, Markierung, löschen. So, wie es aber in der nächsten Episode weitergeht, ne, werdet ihr erst dann sehen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, weil erstens unterstützt ihr mich so am besten, zweitens müsst ihr meinen Kanal oder meine Videos nicht immer wieder heraussuchen, drittens, ihr verpasst nichts und ihr könnt auch direkt das Glockensymbol mit anklicken, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte auf YouTube, denn ich streame auf YouTube statt auf Twitch. Ansonsten kündige ich sowas auf meine Social-Media-Seiten an, die ihr in der Videobeschreibung findet. Manchmal poste ich auch Kurzclips, die ich halt noch nie veröffentlicht habe. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, egal ob ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!